Integration geht alle an. Im Alltag und natürlich auch im Profifußball. Insgesamt 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben in Deutschland. Und deshalb engagiert sich die Deutschlandstiftung Integration unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem umfassenden Programm. Mit einer besonderen Initiative setzt die Bundesliga mit allen 18 Clubs heute ein deutliches Zeichen für Integration. Am dritten Spieltag verzichten Clubs und Sponsoren auf die Trikotwerbung. Und alle Mannschaften laufen mit dem Aktionsmotto »Geh deinen Weg auf«. Für den Zusammenhalt in unserem Land ist es natürlich entscheidend, dass es uns gelingt, Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien den Aufstieg zu ermöglichen. Wir wollen ihnen Mut machen und unsere Botschaft muss deshalb lauten, du kannst es schaffen, geh deinen Weg. Bereits 1992 startete die Bundesliga nach den Anschlägen von Solingen und Rostock die Aktion »Friedlich miteinander, mein Freund ist Ausländer«. Am letzten Spieltag der Saison 1992-93 liefen alle Bundesliga-Teams mit diesem Slogan auf dem Trikot auf. Weitere Zeichen für ein gelebtes Miteinander setzte die Bundesliga-Stiftung unter anderem mit dem Integrationspaten İlkay Gündoğan und einem TV-Spot. Integration gelingt Spielen! Der heutige Aktionstag beweist, die Bundesliga erreicht Menschen über alle Grenzen hinweg.